Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 hier bei mir beim Faro 1976. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir gehen weiter an den Frachthofen in Herne. Da sind wir immer noch nicht fertig. Also gut, da sind wir zurück an unserer Werkstatt für unsere Gabelstapler und die Händler, die wir hier reparieren etc. pp. Mal gucken, wie wir das hier gestalten können. Ja. Das ist ja leider abgestürzt, als wir hier dran waren. Und dann habe ich die Erlaubnis bekommen, doch aufzuhören. Weil es davor nämlich auch schon mal abgestürzt ist und dann halt die ganze Ladeputze durch und so weiter. Das wäre dann, ja. Ich habe schon ein bisschen länger gemacht, aber das sieht man am Video dann nachher nicht bei YouTube. Da sind es tatsächlich nur etwas über zweieinhalb Stunden, obwohl wir über 3 Stunden gestreamt haben. Aber naja, okay. Habe ich aber auch ein bisschen weggeschnitten, davon abgesehen. Mach mal gleich weiter. Fehlte uns noch irgendwas hier an den Seiten? Ich meine nicht, ne? So Kleinigkeiten. Wir hatten halt so Mülleimer hingestellt und so weiter. Ich denke, es fehlt auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen. Na, weiß ich nicht. Brauchen wir da so Leitlinien oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Nee, ist okay. Ja, okay. Hier. Was gibt's hier? Du kannst immer aufhören, wenn du willst. Blöde Hobby-Streamer. Kappa. Mit BRD-Zeichen könntest da noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Nein. Ich glaube nicht. Ich möchte hier nicht einfach irgendwo Schilder aufstellen, die ich dann noch gesondert halt dann einkreisen muss oder so mit Pollern, damit die nicht umgefahren werden. Okay, packen wir da noch eins von diesen Unterständen hin und dann haben wir ja auch hier hinten diese Baucontainer, sage ich mal. Bürocontainer etc., was wie auch immer, können wir da mal hinstellen. Und ja, schauen wir mal, was wir da noch so hinbekommen. Okay, erstmal noch hier ein zweites, dann da die Aufenthaltsräume, sage ich mal. Und dann, ja, schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir aber genug, schauen wir mal, gesagt, ne? Fällt mir dann immer so ein bisschen auf. Nee, das war's nicht. Ich bin aber nah dran, glaube ich, ja. Nee, da. Okay. Jo, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich die denn hatte. War die vom Jack? Nee. Wieder lustiges Raten, wo die jetzt waren. Ja, ganz kurz gucken, ob wir die unter Baucontainer haben. Nee. Wohnwagen? Nein. Ist auch egal. Das sieht aus wie der frisch gewienerte Fußboden in einem Museum, aber nicht wie im Hafen. Es ist vielleicht auch neu. Was soll ich machen? Das ist halt so. Was mache ich denn hier? Mal gucken, ob mal die enden. Da sind sie. Noch gar nicht so weit hinten, okay. Ja, mit denen hier.
Das hier ist. Nee, nee, nee. Und noch so. Nee, 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 nee. Mhm, mhm. Ja, guck mal. Ist doch eine angenehme Größe. Können wir die. Nee, so nicht. Ich wollte die nebeneinander haben, aber kriege ich nicht. Schade. Hä? Warum ist der denn jetzt so schief da vorne dran? Seht ihr das? War das gerade eben auch schon? Hm. Was war? Okay. Was? Ui. Nee, das gefällt mir nicht. Warum sind die denn da so schief dran? Doof. Okay, egal. Dann machen wir das anders. Oh, schade. Oh, so machen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier ebenerdig sind. Ja, doch, geht, ne? Hm, ja. Ja, doch, 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 kann man so lassen. Die Leute sind. Ja. Das reicht von der Höhe her. Dann können wir auch auf 1 lassen. Ich wollte hier halt so reinstellen, damit halt der Eingang sozusagen überdacht ist. Keiner. Voll. Wabbel, wabbel. Ja, Flachdachs hat schon irgendwie recht. Das schaut sauber aus wie in einem freien Raum. Am besten, du reißt nochmal alles nieder und beginnst nochmal von vorne. Hashtag kein Kapper. Wo sind die typischen Hafendinger? Pfützen, Wracks, verschüttetes Quecksilber. Okay. Hafen, Spelunken, rumliegenden Schrott, abgenutztes Pflaster. Das ist halt ein sehr aufgeräumt. Also wir haben einen Hafenmeister, der darauf achtet, dass das hier nicht aussieht wie in Hamburg. Oh, falsche Tasten. Hm, okay. Noch Schiffe gekommen irgendwie. Kann ja mal passieren, würde ich sagen.
Oh, das ist doch okay. Ist gut. Ja, hatten wir so Bodentexturen? Hatten wir sowas? Ich meine... Ne, das waren City Skylines, ne? Wo ich diese Bodentexturen hatte. Eher sowas hier Maltools. Ne, bei Maltools ist das nicht. Wir können halt die Oberfläche hier nicht behandeln. Das müsst ihr euch vielleicht beim Mod-Ersteller beschweren. Vielleicht. Er ist ein sauberer Streamer und bezahlt seine Helfer fürstlich, da er immer so sauber. okay. Nee, das passt nicht. Das war das hier, ne? Ja, genau. Oh, okay, den sollte ich nicht sitzen, wollte ich nicht sitzen machen. Machen wir ein bisschen höher. Für den Anfang ist das schon mal okay. Haben wir nicht noch? Nee. Oh, wo waren die dann drin? Wollen noch eine Satellitenschüssel haben? Werden wohl hier nicht drin gewesen sein. Mein Bagger. Ja. Kommen Ideen für die Brikettanlieferung hier hinten.
Oh, dafür sind die zu niedrig. Bräuchte man noch eine andere Halle, ne? Oh, Autosave, okay. Wieder nicht gesehen. Kannst du noch eine Asset-Care-Maschine aufstellen, dann wirkt alles schon etwas glaubwürdiger. Das könnte man tatsächlich machen, wir haben die ja auch. Warum sitzen da jetzt Leute drin? Und als ich das gestern gemacht habe... war es nicht drin. Oh, da wollte ich nicht. Okay. Die sollen ja hier zur Reparatur stehen. Kennmaschine findest du, glaube ich, unter dem Hammer-Zirkel Eonkranz-Symbol. Okay. Wenn ich was suche, ne, dann dauert das viel länger. Weiß auch nicht warum. Aber das hat sich sowieso verschoben, weil da was dazugekommen ist und schon. Winterdienst, welche Plane? Da müssen ja eine Kompanie Bodenpersonal mit Wischmöpsen rüber überall rumlaufen. So sauber wie es hier aussieht, auf jeden Fall. Das ist 24 Stunden her, da könnten sich schon mal Leute an Arbeit machen. Ja. Leute, guck mal da hin. So, lass mal gucken. Wir haben aber auch noch die von der LMP? LMP, glaube ich. LMG? LM. Nee, LMG, LMP. Wie hieß der nochmal? Rico? Rico, LMP, genau. Da haben wir die, glaube ich, auch, ne? Die Kehrmaschine haben wir auch bei ihm hier. Ich habe gestern die LKWs immer noch nicht gesetzt hier hinten. Ne? Konsequent von mir.
Müssen wir ein bisschen höher? Ja, ja. Hier kann man aber nicht irgendwas noch einstellen, ne? Nee. Und einen lass mich hier oben fahren. Der ist in der Reparatur. So. Geht doch. Nur für die andere Seite nichts, ne? So stark in Benutzung, dass die halt hier auch repariert werden müssen. Ja, stimmt, man, diese hat gar nicht genau. Genau. Na, siehst du? Ein bisschen habe ich ja dann doch im Kopf. Okay, ein paar Kisten oder so hätte ich gerne. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich die hier finde. Warte mal. Anbaugeräte, Schneidenwerk. Nee. Nee, alles gut. Noch so Werksfahrzeuge, ne? Eine Transporter. Aber ja, vielleicht habe ich da was im Kopf. Also ja gut, da ist schon was im Kopf. Was da eventuell hinpassen könnte. Kaffee. Nee. Auch. Die sehen ein bisschen aus wie Generatoren auch, ne? Ein bisschen zumindest. Ach, dass das immer so hin und her wabbelt. Gut, das kann man da drunter eh nicht so sehen, aber ich will jetzt nicht so schlimm sagen. Ich habe was anderes gesucht eigentlich. Na guck mal, die Kisten können wir auch benutzen. Da Ersatzteile drin sind oder sonst irgendein Krams. Aber ich mag das nicht. Ich würde das gerne begrüßen, wenn die das noch fixen würden, dass das nicht so hin und her wallt. Warte, da hinten müssen wir ein bisschen Platz lassen, weil die Leute da hinten in diesen Innenhof rein wollen, können, dürfen, müssen. Aber da kann ja auch eine Tür auf der anderen Seite sein, also die ist jetzt nicht, ne? Leck.
Dann so ruhig noch mal was machen. Die Kleinen. Gut. Aber es ist immer noch nicht das, was ich gesucht hatte. Aber das ist schon mal okay. Ja, wäre schon interessant. Ich glaube, wir brauchen hier was anderes. Da gibt es nicht auch sowas. Ah, ich glaube, den habe ich nicht aktiv, ne? Der ist. Ich glaube, vom Mario-Tator. Der hatte auch so einen Überbau sozusagen. Man so einen Kran dran machen könnte oder halt. Das sieht halt aus, als wäre da halt dann ein Flaschenzug dran oder so. Noch einen Elektriker mit dran stellen. Wenn die irgendwann mit Strom brauchen, dann können sie da das anschließen so. Warum hast du wenig Mods aktiv? Das ist aus Kalkül. Nee, aber diese. Ups. Gitterboxen, da sind sie, die hätte ich gerne.
Mit so Schrott sammeln oder sonst irgendwas. Ist jetzt nichts drin, aber sind gerade entleert worden. Und Autos sehe ich schon wieder. Ausrufezeichen Mods, genau. Da hole ich meine Mods her und ein paar aus dem Steam Workshop, wenn was Interessantes dabei ist. Aber die müssen meine Zuschauer mir immer zeigen. Weil ich ganz selten mal im Steam Workshop mal rumstöber. Nehmen wir mal zwei Kisten hier nebeneinander. Packen wir da hinten auch noch. Ich hoffe, die stehen nicht in der Wand. Nö, da ist noch genügend Platz. Sehr gut, okay. Sehr gut, sehr gut. Sollte es erstmal. Boxen, die ich da haben wollte, jetzt noch nicht gefunden. Ist halt auch nochmal spezielle Kisten und so Werkzeugkisten und so weiter. Ach gut, da hätte ich auch noch die Werkzeuge hier nehmen können. Können wir nachher nochmal nach vorne, die passen hier glaube ich auch ganz gut hin. Wie krampf sind wir, sagst du mal, dass ich so wenig Mods hätte, ne, aber... Wenn ich hier so durchscrolle, sehe ich das so nicht unbedingt. Sehe ich das schon anders. Thomas Preining ist der neue DTM-Meister. Max Verstappen hat den Formel 1 Sprint USA gewonnen. Ah, nice. Sehr schön. Sind wir wieder auf dem neuesten Stand sozusagen. So motorsportmäßig so angeht. Ja, die könnten wir vielleicht auch noch. Ja, für Schmierstoff und so weiter, weiß ja geil, wofür wir das brauchen. Da ist auch noch ein bisschen Platz und auf der anderen Seite stellen. Oh, alte Taste. Auch noch eine hin. Großen Müllcontainer. Immer gut. Nummer 2. Nee. Das ist es nicht. Kann man immer gebrauchen. Ja. Warte, hier haben wir aber kleine Mülleimer. Nee, war okay. Ja gut. Nicht das, was ich überhaupt wollte, aber... Okay. Glascontainer, Wertstofftonnen. Oha. Oha, oha, oha. Oh ja, der ist natürlich hier, ne? Nein, falsche Taste. Okay, mal die hier irgendwo hin. Ja, doch, hier unten drunter.
Ah, da geht's nicht, weil da eine Tür ist. Da ist, glaube ich, auch eine Tür, ne? Ich habe die voll vor die Tür gestellt. Sehr schön. Wenn ich was mache, dann richtig. Na schade, passen die nicht wirklich hin. Mach mal einfach, ist okay. Okay, wir haben eigentlich Mülleimer direkt da hinten stehen, aber ist egal. Oh, schade. Hätten wir auch hier reinstellen können, Tischtennisplatte. Die Platz haben wir auch noch. Oha, okay. Hier, da ist er. Stadtplan. Wo der Aushang hier. Na, egal. Ja, gut, das ist eigentlich auch nicht so. Ne? Warte mal. Die Hafenarbeiter. Gedenkstein. Mal ganz kurz gucken. Ja, gut, ist egal. Ich glaube, der hatte keine. Doch da, okay. Hier sind die Eingänge. Okay, dann ist in Ordnung. Da läuft dann keiner lang. Aber hier läuft sowieso keiner lang. Hoffe ich. Sie hat schon einen Besuchermagnet drin, aber naja. Okay, gehen wir da nochmal an. Und dann schauen wir nochmal, ob ich da doch noch. Das finde, was ich eigentlich finden wollte, aber. Bestimmt bin ich daran vorbei. Stolpert. Okay, nee, das ist nicht. Das sind ja ziehbare Sachen. Ach, das wären einzelne. Mal gucken, hier haben wir auch noch Mülleimer. Okay. Gut, jetzt haben wir aber genug Mülleimer hier rumstehen. Nice, was wir die alles haben. Der Grand Prix der USA startet heute 21 Uhr. Ah, okay. Für Fußball sind David und Wori zuständig und Naren für Gewerkschaftsneuigkeiten. Ja. Ja, hier sind halt auch die ganzen Schilder, die wir haben. Deshalb brauchte ich halt die BRD-Sachen nicht mehr, die jetzt neu sind. Aber da hat ja unser Tom Lange hier dann mir das hier empfohlen mit seinem Paket noch dazu, wo man halt dann auch den Pfosten ausmachen kann. Und da kann man dann auch mehrere Schilder dann an einen Pfosten dran machen. Ne, ich bin an dem vorbei anscheinend. Mit den Kisten, die ich hier haben wollte. Ne, das passt auch nicht.
entfernen könnte man noch. Oh, okay, die ist vielleicht ein bisschen groß. Aber wäre alles ausgeleuchtet. Motor drin verstecken, ne? Wenn es nicht hin und her wabbeln würde. Hallo David, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, schön, dass du da bist. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Schöne Tage, sagen wir mal so rum. Und bist guter Dinge. Und deine Wohnung ist wieder deine Wohnung. Ja, waren sehr viel Arbeit und sehr wenig Schlaf, sonst passt alles. Okay, dann ist doch gut. Oh, da war doch ein bisschen zu weit weg. Gut, dann die Modulare, auch die hier. Warte mal, Wandhalter, so, die hier. Nee, kurz. So. Kurz gucken. Ja, jetzt nach oben. Kaum erkennen, dass da drunter Laternen sind, ne? Weil ich jetzt doch ein bisschen hoch gemacht habe. Ach, okay. Gut, dann brauchen wir da noch ein paar Menschlein. Warte mal. Da drunter vielleicht auch noch. Wir sagen einfach, dass die da drunter hängen, die Lichter. Das ist okay. Dann Arbeiter nochmal. Farmer, Koch, Zimmermädchen, der Zug für Postbote, Lieferdienst. Das sieht denn so ein bisschen aus wie ein Elektriker. Bornsteinfeger. Nee. Noch ein paar Matrosen hier rumlaufen lassen. Oder auch nicht. Aus den Tiefen ist er hervorgekommen, der Joker. Vielen Dank für dein Raid. Heute Subnautica Illusio gespielt. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Hallo Trin, hallo Falco. Und da ist auch der Bori. Nochmal. Der war nämlich auch drüben. Hab ich gesehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Danke, danke für euer
Raid, schön, dass ihr da seid. Wer den Joker noch nicht kennt, ich glaube, alle, die hier sind, die kennen dich auch. Ich bin schon mal rübergekommen. Grüß Gott auf War. Hallo Falco. Assassin's Creed Valhalla, okay. Wird ja mal besser. Kurz was trinken. Hast du noch alles gefunden, was du finden wolltest? Ich hatte da so das Gefühl, dass du da im Kreis geradelt bist. Da drehen wollte ich den. No. Ich glaube, der Hausmeister, den ich haben wollte oder so, der ist, glaube ich, in der ersten Position hier hinten. Ich glaube, jetzt steht der da in dem Ding drin. Ist auch egal. Sagen wir, nee, ist nicht egal. Nee, nee, alles gut. Okay. Man konnte man da irgendwelche Sachen aufmachen? Nee, ne? War in einem anderen Fahrzeug. Nee. Oh, Klempner. Nö. LKW-Fahrer. Ja, die haben wir auch noch nicht, ne? Hier auch noch ein bisschen platzieren. Da ist er. Den packen wir hier vorne hin. Ist gerade da am Stromkasten. Ja, ich hätte gerne noch den Werkzeugkasten oder so. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ach, ich ärgert mich so ein bisschen. Gerade alles durchgeguckt. Aber gut. Ja, Joker hat mehr gefunden, als er wollte. Ja, dann ist er gut. Dann ist er gut. Ich hoffe nur nicht den Tod. Also da wäre schon traurig. Ich werde mal das hier vorne absperren sozusagen noch mit unseren üblichen Pförtnern. Dass hier nur die reinkommen, die auch reinkommen sollen. Ich will noch so ein Absperrgitter haben, dass da nicht irgendjemand durchrast oder so. Mal gucken. Und unser obligatorisches Häuschen brauchen wir hier natürlich für unsere Mitarbeiter. Unsere Pförtnerhäuschen. Wo waren die nochmal? Die waren bei Commercial 4. Nein, nicht unbedingt. 2 war das. 1 war das. Da sind sie. Nee. Okay. Wenn nicht irgendjemand so reinrast. So, für unsere Aufpasser hier. Sollen ja auch nicht schlecht leben hier. Machen wir da mal hin. Ich bin gerade nur extrem demotiviert, dachte Dienstag schön, es hieß Skyline 2, aber Steam schaltet ja erst ab 19 Uhr frei. Oh. Ah, okay. Ja, okay, ich kriege ja den Steam Key auch zugeschickt. Ja, gut. Ja gut, aber Cities Skylines 2, da ich hatte sowieso gesagt, dass ich noch nicht spielen werde. Ich werde nächste Woche noch nicht anfangen, weil ich hier das Projekt noch beenden möchte sozusagen. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun.
Und ja, deshalb lasse ich damit mir auch noch ein bisschen Zeit. Das sollte okay. Aber wir haben ein paar fette Würmer gefunden, aber kein Plan, was man damit angelt. Okay. Reaper oder Phantome. Okay. Da war ich anscheinend schon weg. Oder halt nicht aufgepasst mal wieder. Reaper ist ähnlich groß. Ah, okay. Circa. Ein Falkofisch? Könnte auch sein. Aber Winter lebt in den weiten, unbelebten Gebieten noch Größeres. Möglich. Man will doch nicht spoilern, ne? Weil ich das ja schon weiß. Dann sage ich mal nichts. So, bin mal Essen suchen. Viel Spaß beim Essen suchen, Joker. Bring was mit, wie immer. Also vermutlich ist ja immer bei Steam so. Ja, okay, das. Ja. Ja, weil die sind böse. Mal gucken. Mal gucken, wann Cities Skylines 2 dann Dienstag zur Verfügung steht. Wie gesagt, ich lass mich da überraschen und ich will das zuerst auch erstmal einstellen und so. Ja. Ich brauche, wie gesagt, diese Absperrung. Ohne geht's nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wo die waren. Nein, ich will keine. Ganz haben. Weil die Gebiete, die man nicht kennt. Ist das wie der, wo man den Namen nicht sagen darf? Bis dann Obi, dann Kenobi. Joker Cloud? Hä? Nein. Der würde doch nie B- und Verabschiedungsgrüße von jemand anders benutzen. Ist alles auf seinem Mist gewachsen. Nein. Die will ich nicht. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Gehweg rund, Gehweg eckig. Nee. Ah. Genau. Machen wir mal weiß. Hier auch noch so ein paar. Noch ein paar, die nicht parken können. Packt man nachher noch ein paar Arbeiter dran, die da gerade ein- oder aussteigen wollen oder sonst irgendwas. So kleine Gerätewagen oder so. Nein. Sicherheit hat hier. Oh, der kommt vielleicht nicht mehr ins Auto. Das ist noch ein bisschen rübergeschwappt. Da müssen wir nochmal hoch. Klopp bei Herti. Chewbacca. die Karre, die hier steht, ist vom Chef. Möglich. Es wird schon irgendjemand gerade rücken. So. Ja, fühlt sich. Sieht schon gut aus. Jetzt brauchen wir halt noch. Das sind Ziegelsachen, also da. Wir hatten doch so eine.
Nee. Oh, da sind sie. Oh, oh, ich habe die Kisten gefunden. Okay. Ich haben wollte. Da war eigentlich auch so eine Werkzeugkiste dabei, meine ich. Okay, dann war es die nicht. Nee, doch, 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 da ist sie. Okay. Eine schräge. Wie es hin und her gewabbelt hat, geht mir so auf den Winkel. Der Vorteil an dem Game ist platzsparender als eine Modelleisenbahn. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deshalb spielen tatsächlich auch relativ viele das und bauen da ihre Modelleisenbahnwünsche, Träume sozusagen nach. Weil es einfach, ja, du hast halt, der Platz ist halt dein Monitor. Mehr brauchst du nicht. Warte, dreh mal andersrum. Ja. Sehr schön. Gut, gehen wir nochmal durch. Wie gesagt, ich hätte gerne. Muss ja nicht unbedingt eine Wand sein, aber da, wie gesagt. Zaun ist es auch nicht. Bisschen groß, ja. Noch Klimaanlage auf dem Dach draufstehen. Ich nicht alles für meine Mitarbeiter mache hier, ne? Wird natürlich besser, ne? Nee, nee, ist okay. So, okay. Was war ich am Suchen? Genau. Absperr. Gitter. Ja, fast. Modelleisenbahnen haben aber auch ihren Reiz. Ja, aber wie gesagt, der Platz ist schon sehr begrenzt und du hast halt, du kannst nicht einfach sagen, okay, weißt du was, ich reiß jetzt alles ab und baue das halt nochmal neu. Das ist schon sehr... Ich sag mal, wenn einer keinen Bezug dann zu seiner Eisenbahn hat oder so, der dann sagt, weißt du was, ich reiß jetzt alles ab, ist mir egal, ne? Ist ja dann doch schon ein bisschen emotionaler, denn wenn du so eine Platte hast, ne? Sage ich einfach mal. Ja klar, aber die Kosten und der Platz, genau, genau, Falco. Moin ihr Lieben, hallo Wilmchen, schön, dass du da bist. Ja. Wie gesagt, ist halt so eine Sache. Nö. Das ist es nicht. Nee, das sind nur Ticketautomaten. Nee. Ach, wie hieß das denn nochmal?
Ich weiß gar nicht, ob ich es noch aktiv habe. Ich habe es gerade im Kopf, was das. Das war dieses Festivalgelände. Und da waren die Sachen mit dabei. Nee. Ja, muss ich nochmal gucken, gell? Ich schaue mir die ja auch nur an, wie zum Beispiel in Hamburg im Speicher oder so. Ja, ich würde gerne auch wieder hin. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, da habe ich noch mit D-Mark bezahlt. Und ich habe sogar noch hier, wollte ich eigentlich einen Discord mal hochladen. Ich schreibe mir das mal kurz auf, und zwar die Einladung. Da, also die. Man hatte noch so einen Gutschein bekommen für den nächsten Besuch für 2 Mark. Wenn ich mal im Discord doch nochmal hochlade. Ich habe es mir jetzt nochmal aufgeschrieben. ja. Das ist schon sehr, sehr nice. Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht brauchen wir ganz kurz was Kleineres. Für den Preis des Spiels bekommt man vielleicht 2 Bäumchen für die reale Modellbahn. geht. Also. So schlimm ist es dann doch nicht, aber ich habe ja auch im Schrank was stehen und so weiter. Also es ist sehr schade, dass sie halt da rumgammelt und ich kann mich nicht überwinden, die ja, weggeben, ja, aber nicht wegschmeißen. Das würde ich halt nicht machen. Das ist halt sehr traurig. Ich glaube, ich habe im Discord auch 1-2 Modell Züge mal rausgehauen. Zumindest habe ich Bilder auf jeden Fall gemacht davon. Meiner Lok, die ich da habe. Und Waggons. Ja. Nee, also sagen wir mal so, es dürfte schon ein kleines Wäldchen sein für das Preis von dem Spiel hier. Flachdachs. Ich finde es nicht wirklich. Da. Nee. Jein. Das hier? Jawohl. Bierwagen, Zeltplatzschein. Nee, das ist es. Oh, heute die sind cool. Warte mal. Also die finde ich nicht. So als Notstrom und so weiter. Als irgendwas ist. So was, wir stellen die einfach hier hin und packen dann nachher noch ein paar Gerätewagen dazu, dass die hier gerade gewartet werden oder so. Sage ich jetzt einfach mal. Dass die dann hier auf dem wenn Stromausfall oder so ist, dass die denn da eingreifen können. Mach mal später noch hier. Das ist eine gute Idee. So, aber ich möchte immer noch eine Barriere haben. Eine Absperrung. Ja gut, wenn man die Kosten nicht selbst tragen muss, ist sowas anschauen schöner. dass du dann in der Speicherstadt da. Wie viel kostet der Eintritt zurzeit? Weiß ich gar nicht. Miniatur Wunderland hat mir wenig gefallen, als ich es mir vorgestellt hatte. Selbst spielen wäre besser gewesen als nur schauen. Ja, deshalb haben die wahrscheinlich auch überall so kleinere Abschnitte, wo du halt mal so einen Knopf drücken kannst.
Dass man aber mal in so einem in dem Kommandostand dann mal selber sitzt und dann halt da mal schaut und tut und macht, ne, dass halt dann sagst, okay, jetzt lasse ich da mal meinen Fahrplan laufen oder so. Das wäre auch interessant, auf jeden Fall. Ne? Aber das wird ja auch immer größer, ne? Ich sehe es immer wieder mal auf der ihrer Webseite, sag ich schon, auf der YouTube-Seite, die sie ja auch haben. Gerrits Tagebuch heißt es, glaube ich. Genau. Die Miniatur Talbahn, ach so, in Königstein, Sächsische Schweiz, fand ich auch ganz interessant, weil alle Züge fahren ja nach einem echten Fahrplan der 1970er Jahre. Ah, okay, hatte zumindest der Erbauer uns dort erzählt. Ja, das ist auch nicht schlecht, wenn das halt so macht. Also Modellbahn, ja. Ja, Modellbahn RPG, genau. Genau. Du solltest ja eine kleine Fläche bauen, wo du sowas wie eben die Lichter immer abstellst. Sobald du die findest, ist eventuell leichter als immer im Menü suchen. Das sagt man halt immer so einfach. Du hast halt so ein bestimmtes Bild im Kopf, was du gerne machen möchtest. Und dann findest du es halt nicht so schnell. Ne? Und du kannst es nicht kopieren oder so. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, okay, du stellst es jetzt hier hin und greifst es dir nachher nochmal und sagst, okay, jetzt kann ich es da hinstellen, wo ich es brauche. Ne? Es ist einfach zu viel, was man hier halt sich im Kopf behalten muss, sozusagen. Und gut, ist es in diesem Festival-Paket nicht mit drin gewesen, was ich haben wollte. Da waren diese Absperr. Hier sind die dabei. In dem Ding hier. Okay. Nö. Nee. Ja. Okay. Machen wir das mal. Ist ja nur, damit da halt nicht jeder Hans und Franz reinfährt. Mehr, das, ist es dann auch nicht unbedingt, ne? Schade. Ja, die aus dem anderen Paket, ich glaube, dass ich die dann nicht aktiv habe. Und diesen Absperrdingern. Ah, schade. Weiß ich nicht. Schade, ist zu groß. Wollte das so da dranhängen, sozusagen. Jetzt hängt es dahinter. Glaube ich. Ah, ich gucke mal auf den See raus, sozusagen, oder aufs Meer raus und dann ruckelt das halt. Lass mal so. Hab mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, es ist halt, ist sehr filigran gemacht, sagen wir mal so. Ist okay. Im Harz gab es auch Modellbahn. Das in Hamburg ist ja schon zwei Speicher eingenommen, richtig. Die sind ja mit der Brücke jetzt auch auf die andere Seite rüber. Und Ende finden sie keine, will mir auch mal angucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Aber ich würde diese Eintrittskarte, also mit dem Gutschein, der auf der Rückseite dann ist, nicht eintauschen wollen. Sag mal so. Hm.
Fehlt uns noch irgendwas hier in der Ecke? Ein paar Menschen noch hier. Ja, hatte ich gesagt, da wollte ich hier noch welche hinsetzen. Noch mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter bedeutet mehr Geld. Oh, die wollte ich nicht. Aber warte, wir hatten die hier eher weniger. Nein, eine LKW-Fahrer, genau. Nehmen wir die jetzt mal. Kosten explodieren hier am Hafen, je mehr Leute ich hier rumgammeln lasse. Okay, da auch noch einer ran. Wenn wir schon mal bei LKWs sind. Okay, das geht nicht. Okay. Da braucht man einen anderen. Was hier? Truck. Ups. Den vielleicht nicht. Haben wir da vielleicht einen anderen? Nein. Der hier. Weiß ich nicht, irgendwas anliefert. Oh ja. Okay. Erstmal die Räder eindrehen. Und dann können wir noch den Trailer eindrehen. Andersrum. Ja, ein bisschen langer. Oh, das. Drin. Okay. Obwohl, ja, könnte man vielleicht ein Fahrzeug draufstellen, aber ja, nur. Ja. Der bringt halt gerade was. Ja gut. Oh, da ist ja. Mit mir wird gesprochen. Okay. Also kein Kopieren. Nee, das geht leider nicht. Also du kannst nicht einfach dann hingehen und den anklicken und sagen, ich nehme jetzt eine Kopie davon oder ich verschiebe den jetzt. Der steht dann halt da. Den muss ich dann immer neu suchen. Ja. Aber echte Modellbahn hat einen Vorteil, es ruckelt nicht so und rechnet dich ewig. Ah, ja, gut, das könnte schon sein. Aber es kommt immer drauf an, wie viel du halt auf deine, ne, auf deine Modellbahn hier im Spiel halt packst. Im richtigen Leben könnte es auch zu Problemen kommen, wenn du halt Fehler in der Einstellung hast. Genau, aber wenn sie entgleisen, ruckelt es dann noch viel mehr. Ja, noch wenn die anderen dann alle noch über die anderen Waggons drüber fahren, weil du nicht alles im Notschalter aus hattest oder so. Wie wäre es mal mit einem Nachtstream-Programm? Ich baue eine Modellbahn immer nachts von 9 bis 9 oder manchmal von 8 bis 8. Das ist bestimmt manchmal ein Zuschauer. Nee, ja, manchmal aber nur. Ne, tatsächlich muss man sagen, dass man tatsächlich so mitten in der Nacht auch viele Leute abholen kann mit sowas.
Ich sehe das ja auch immer, wenn ich halt nachts dann nicht schlafen kann oder sonst irgendwas, und dann setze ich mich halt hier hin und dann gucke ich mal durch, wer gerade Transport Fever 2 streamt oder so. Da holst du schon einige Leute ab, auch hier der, verdammt, ich habe vergessen, wie er heißt. Er macht auch mal 24-Stunden-Streams, ne, von seiner Dresden-Karte. Immer verschiedene Positionen und dann lässt er halt da die Züge dran vorbeifahren. Ja. Joa, ich glaube, das ist so in Ordnung. So. Ein Stück zurück. Auch hier. Die Ecke fertig. Sehr schön. Okay, hier vorne wollte ich noch ganz kurz ran. Weil gab ja eben Kritik, dass es hier vielleicht ein bisschen zu clean ist. Und deshalb haben wir hier einen Fuhrpark aufgebaut, den wir dann auch brauchen. Um hier dann auch zu rechtfertigen, warum es halt hier so sauber ist. Ich glaube, das ist einfach nur im Boden, naja. Mhm. Nein. Ach, dafür sind die zu klein, ne? Ja, okay. Machen wir mal Linien. Und die sind ein bisschen zu lang. Mal im Ernst, gibt's sowas auf Twitch? Richtige Modellbahn oder die Fake hier, was wir hier spielen. Echt, und schau hier bei dieser Fake-Modellbahn ohne Berge zu. Ich glaube, man kann das bestimmt irgendwo, weil auch wie hieß der Potato Dingsbums nochmal, der hat ja auch später, als er hat keinen Bezug zu Transport Fever 2 gefunden, da wollte er halt dann, hat er dann ein bisschen normale Modellbahn rumgebastelt, aber das macht er leider nicht mehr. Da hätte man halt auch, hatte ich halt auch zugeguckt. Ja. Juli, genau, der gute Juli, genau. Naja, also auf Twitch gibt es alles. Ja, also im Prinzip musst du nur mal durchgucken, ne, dass halt deine Stichpunkte mal eingibst oder so. Dann, ne, du kannst ja auch Vögel beobachten und so weiter, ne, oder Igel. Ja, also, du es ja nicht. Ja. Katzen. Etc. Ne? Wo wieder bei Beziehungsthemen. Aber leider hatte er dann eine Freundin, welche Zeit eingefordert hatte und Tobi Modellbahn und Transport Fever Streaming verboten hatte. Ich mochte es, wenn er hier war und Faro gerne kritisiert hat für seine Zugzusammenstellung. Er hat halt keine Ahnung gehabt. Okay, dass man das halt so machen kann, es war halt so eine Art Austauschschüler. Ups. Dings. Oh, jetzt hört er auf zu wabbeln. Okay. So.
Wo waren die nochmal? Rico, genau. Warte, ich lese gleich weiter. Nee, die nicht. Obwohl, so ein Traktor? Weiß ich nicht. So, hier. Landmaschinen. Ja, die wären eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man die halt auch so Landmaschinen und so weiter halt auch so Verschiffung macht oder so. Aber gut, das würde jetzt einfach nochmal zu weit führen. Ich will ja eigentlich mit dem Projekt zu Ende werden, so langsam. Und dann fällt mir noch mehr ein. Okay, lass mal gucken. Ladefläche, genau. Sowas hier. Ja. Tank, Miststreuer, Kehrmaschine. Nee. Drehleiter ist okay. Weißt du was, die machen wir auch hier hin. Kann man alles gebrauchen, wenn irgendwo mal eine Birne kaputt ist oder so. Machen wir die auch noch hier hin. Sitzmulde. Haben wir da auch die Mulde dafür? Nee. Ach, hier Ladefläche. Dann können wir hier noch. Ach, genau, Pritsche. Pritsche mit Planer. Für den Fuhrpark, wir haben hier. Und davon nehmen wir auch noch. Wo stellen wir die denn hin? Nehmen wir ihn hier weg. Obwohl, müssen wir eigentlich gar nicht. Machen wir den einfach hier. Nehmen wir den doch weg. Ist okay. Sehr schön. Gefällt mir. Oh, was ist hier los? Nee, das mit Vögel beobachten sind andere Seiten. Na, nee, weil ja, Falkhof. Ist dann unten basteln? Ja, Falkhof, die gucken ja nie einer, aber alle kennen Adressen. Ja, weil die immer irgendjemand dann auch sagt, ne, das ist ja ungefragt sozusagen auch, ne, deshalb kennt man die alle. Tommy Schwein kam an und hab kein Problem mehr damit. Okay, Falco. Ja, gut. Ich guck auch RTL 2. Nein, tu ich nicht. aber was gut an ihm war, dass wenn er am Stream war, die Streams meist ja so zwischen 24 und 34 Stunden ging. Das solltest du unbedingt kopieren, Faro. Nein. Das in AMV ganz, der ist doch nun schon knapp 4000 Jahre alt. Richtig. Ne? Also da auch mal Dankeschön. Ne? Dass man auch mal hier mein Alter anspricht. Ja, aber 4000 Jahre lang immer nur Kurzstreams, das sollte da nicht irgendwann mal ein Steigerung kommen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich jetzt auch automatisierte Sachen habe, die es damals so nicht gab. Und dann Zeit habe. Ich verabschiede mich mal jetzt. Ich darf weiter aufräumen. Ciao, David. Schön, dass du da warst. Dass ich hier kurz ablenken konnte vom Aufräumen. Hab einen schönen Abend und komm gut in die neue Woche rein. So geht der Satz. Tschüss, David. Wie viel hast du Falco gezahlt, Faro? Ich zahle mit. genau. Mit Feuer. Ich bin einfach nett. Genau. Falco. Okay, ein paar Linien noch, würde ich sagen. Nein. Da war das irgendwann mal. Jetzt ist das da nicht mehr. Weiße Linien.
den etwas kürzer, weil mal hier. Oh ne, wir können die lang lassen. Also okay. Es ist immer hin und her. Wabbelt. Bisschen doof. Mal ein bisschen länger. Jo. Es. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht nach oben machen. Weil du kochst auch ein Schwein nun mal drin oder meinst, was anderes zusammenbraut. Was? Ich hätte nicht verstanden, aber ist okay. Oh, nicht, dass ich gegen das Mikro komme und dann ist das Ton weg. Nett erstmal nur, wenn man andere motiviert und Faro braucht ganz, ganz, ganz viel Motivation. Ach, wegen Schweinkram, okay. Hier wieder. Falco ist ganz netter, wenn er an seinen Kommentar und unter Tobi Subnautica Videos lasst. War mitunter der netteste auf und aufbauendste. Ah, okay. So. Ich lese schon lange keine Kommentare mehr unter anderen Videos. Auch bei mir wünschte ich, dass einige Leute sich das verkneifen würden. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich hatte wieder einen Kommentar drunter und ja, und der hat nicht verstanden, wie ich spiele anscheinend oder dass halt ich Livestreams mache und dass ich halt dann mit euch interagiere und dass ich halt dann auch mal Fragen stelle, ja, und das soll ich doch bitte unterlassen, ne? Und er hat halt den Stream auch ausmachen müssen, also das Video ausmachen müssen und ist, ne, ciao und mit V. Und dann auch. Vielleicht habe ich den Kommentar gelöscht. Aus Gründen. Ach, wir lassen es einfach so. Ja, komm, wir lassen es einfach so. Ist okay. So, jetzt werde ich noch was machen und zwar etwas ausdünnen. Die können stehen bleiben. Die auch. Das ist okay. Weil wir haben ja auch eine Kehrmaschine schon unterwegs. Auch so eine kleine. Warte mal, die hatten wir hier vorne drin stehen, ne? Genau da. Sehr gut, alles richtig gemacht. Okay. Dann haben wir hier auch noch einen kleinen Ruhepark. Ich würde das gerne ein bisschen abtrennen, aber ich weiß nicht. Mal, ja, doch. Das hier abtrennen. Lass mal gucken, was wir an Zäunen und so weiter haben. Wir hätten die hier. Mal ganz kurz gucken. Kollision aus, Höhe anpassen aus. Mal ein bisschen höher. Ah, nee, das ist die Höhe, okay. Guck mal ganz kurz, wie der aussieht. Ja, nein, vielleicht. Hässlich sehe ich jetzt nicht, ne? Das hier so ein bisschen abtrennen wollen.
Der braucht das auch. Tobi, ja. Ja, damit er halt dann auch, weil sehr viele Backseat-Sachen und so weiter, ich meine, er hat immer wieder mal drüber gesprochen, ja. Macht auch Trennung mit dem Flatterband. Hier mit den Dingen, das ist Absperrflatterband, ne? Absperrband und schmaler, unsichtbarer Zaun, der nicht überbaut wird. Okay. Weiß ich nicht. Guck mal, wir können direkt so wechseln. Können wir hier gleich schauen, wie die aussehen. Das sieht doch so nach 1000 Jahre aus. Überlegen, wie wir den hier reinpacken. Ah, ein bisschen viel, ne? Obwohl. Nee, doch. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich würde da nicht so weit machen. Wo ist, glaube ich, okay, wenn wir hier ansetzen, ne? Mal ganz kurz. Kollision ist ja eh aus. Ah, nein. Auto sehen. Gut, dann kann ich lesen. Also zu dem Auflauf. Hab noch etwas Milch dran geschüttet und man muss mehr verrühren. Der braucht leider ewig. Ach, du machst Auflauf? Habe ich jetzt irgendwas? Achso, okay. Manchmal würde meine guten Kinderstube vergessen. Also wirklich, also wärst der erste Streamer, der mit Chat interagierst und auf YouTube hochlädt. Ja, und es steht halt auch im Text drin, dass ich halt, dass das halt eine Livestream-Aufzeichnung ist. Ne? Und dass ich halt dann auch mal mit euch dann interagieren möchte. Ne? Und dass ich halt, es ging, aber es war halt das Video, wo ich die meisten Aufrufe drauf habe. Das ist ja, Builders of Egypt. Und das ist ja kein Erklär. Ich mache ja keine Erklärstreams oder so. Ich streame ja meistens Sachen, die ich halt auch vorher noch nie gespielt habe. Vielleicht mal ein bisschen was drüber gesehen habe oder so. Aber nicht wirklich selber gespielt. Und dann hat man doch auch dann dazu eine Frage oder dass man halt sagt: Mensch, wisst ihr das? Kann man das irgendwie, ne? Das war halt so meine Intention dazu, ne? Und deshalb hatte ich den Kommentar dann auch. Ich habe ihn gelesen, habe ihn zur Kenntnis genommen, habe ihn gelöscht. Aber ich wollte die Sachen nicht vergaren, weil ich keine zusätzliche Stärke dran hauen wollte. Okay, Volko. Na gut. Ist richtig drin im Kochen heute. Hab heute auch was Neues probiert. Kürbis, Paprika, Zwiebel, Knobi, Feta und auf Blech 30 Minuten in den Ofen pürieren. In Pfanne mit Nudelwasser und dann Nudeln. Nudeln und das war eine geile Pasta. Okay, nice, Bori. Schön. Tatsächlich ignoriere ich die anderen Kommentare, wenn ich was schreibe. Das sind YouTuber Jana. Die sind ähnlich intelligent wie. Aborett-Zuschauer, ey, yeah. Stimmt, eher lässt du dir alles erklären. Genau, Tienchen, ne? Also ich, ne? Aber das mache ich ja nur, damit ihr dann, ne, seht, okay, guck mal, der nimmt uns mit. Okay, jetzt wird schief und schäl, ne? Aber ich nicht weit genug gegangen bin hier hinten. Okay, fertig. Aborett kenne ich null, glaub, hab da nie was verpasst. Ja, das auf jeden Fall. VR kam, er las, er hat gelöscht. Genau. Ich lösche ungerne, ne? Aber wenn dann halt dann so Werbung oder sowas dann, ne? Und dann halt
irgendjemand auf Russisch schreibt und ich das halt dann nicht identifizieren kann, was das überhaupt ist, dann, ja, und ich das dann erst noch übersetzen muss und nee, das ist dann auch immer vom, immer ein anderer, der dann auch schreibt und immer dasselbe, ne? Als würde halt dann, ja, so den Algorithmus, dass er immer schöne Sachen schreibt oder so, bearbeiten, ne? Und dann haut er irgendwann dann die Werbung raus und keiner kontrolliert das dann mehr oder so. Und deshalb habe ich solche Sachen rigoros banne ich dann auch. Also ausblenden aus meinen Kommentarspalte. Habe ich auch nie zugeschaut, sehe nur manchmal Leute, die seine Emotes nutzen und das sind echt immer überragend schlaue Leute. Die kennen es halt nicht anders. Hier würde ich auch nochmal so ein bisschen Mülltonnen oder sowas, so ein paar Kisten oder so, dass das nicht allzu clean aussieht, auch wenn wir hier, ne? Mit den ganzen Kehrmaschinen und hier, ne? In diesem Saubermann-Bereich sind. Ich trotzdem hier ein paar Kisten aufstellen. Ich glaube, ich zocke meine Runde. Falco, mach das. Viel Spaß. Und was gibt's zu zocken? Das müssen wir natürlich wissen. Und jetzt habe ich es wieder getan. Ich habe eine Frage gestellt. Oha. Hab ich wieder einen Zuschauer verloren. Zumindest auf YouTube. Die Siedler 2, Vini Vini Vici, okay. Hähnchen weiß ich nicht, aber könnte möglich sein. Nee, den würde ich gerne woanders hinstellen. Aber gut. Scrollen wir nochmal durch. Nochmal gerne die Kisten haben. Da sind sie. Genau. Und zwar die erste und dann nach oben, unten. Diese Werkzeugkiste dann halt dann da auch immer Dinge rausnehmen können. Ah ja, und Mitarbeiter brauchen wir hier natürlich auch noch, klar. Nur feiner vergessen, beinahe vergessen. Nee, die ist zu groß dafür. Ah, schade, passt nicht. Oh, so. Mal gucken, ob die. Ne, ja, noch. So. Okay. Mitarbeiter. So, dann. Hier mal hier. Müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt tatsächlich die Arbeiter nur in Orange nehmen wollen. Das ist so ein Klischee, ne? Da
Wir haben ja zwei verschiedene, die in Orange sind. Könnte man noch so eine Box hinstellen, ne? Hier war die drin, ich wusste es. können wir die hier schön hin tapiert? Jo. Die ist nicht hin und her, aber ist alles gut. Nee, den weißen. Jetzt habe ich den gar nicht nach oben gezogen, ne? Ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ja, ist okay. Boah, passt. Ja. Dann haben wir die auch. So, warte mal. Starfield, auch wenn ich immer weniger begeistert bin, leider. Oh, okay, schade. Ich gucke noch gerne zu beim bei Gronkh. Obwohl er auch da auch jetzt schon sehr viel meckert, sozusagen, die ganzen Nebenquests, die du einfach so beim Vorbeigehen einfach so, ach, red mal mit dem und dem. Dann denkst du auch so, okay. Quatsch mich doch nicht an von der Seite. Viel Spaß im Lurk. Ohne Komma hättest du mir ein Komma, hättest du mir einen Kakao gemacht, aber so. Ja, schade. Falco, viel Spaß damit. Steckt den Kopf aus der Wolfshöhle und schaut mit funkelnden Augen still zu, wie der Chat brennt. Okay, Falco. Mach das. Früher hieß das gesehen, gelacht, F8. Aber wer kennt schon noch den Norden Commander? Kenn ich auch nicht, Flachdachs. F8? Was soll denn das sein? Okay, warte mal. Norden Commander. Ach, herrje. Norden Commander 5.0 Deutsch. Warte, ich guck mal ganz kurz, wo die F8 denn hier sein soll. Sehe es gerade nicht. Auch egal. Ach, löschen. Hier unten. Okay, löschen. Okay, F8, löschen. Wollen wir nicht alles haben hier. Die untere Leiste waren die Funktionstasten. Richtig, richtig. Ja. Es ist schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal im DOS drin war. Und das ist ja heute auch ein bisschen anders als damals. Das DOS-Menü hat sich auch ein bisschen gewandelt. Ich hatte jetzt im Transportfever.net einen kleinen Artikel gelesen, wo ich überhaupt nicht durchgestiegen bin, weil entweder hat der halt so komisch geschrieben oder war zu technisch für mich. Dass man wohl auch im DOS-System noch was umstellen kann oder updaten könnte, aber das sollte man dann eigentlich nicht als Laie machen, dann weiß ich nicht, warum man es da reinschreibt.
Schwierig. Ich wollte, glaube ich, ein Bild machen, ne? Ja, okay, haben wir. Der Nordenkommando war keine Bestandteil von DOS, aber es gibt immer noch einen Nachbau unter Linux. Ah, okay. Gut, es sieht halt so ein bisschen, ne? Oder es sieht halt aus wie eine DOS-Oberfläche, ne? Okay. Ja, dann machen wir hier unseren kleinen Fuhrpark auch, damit halt hier auch alles reibungslos läuft, alles schön sauber ist, Reparaturen durchgeführt werden können, Notstrom, Generatoren haben wir jetzt nicht, aber halt so Notlichter zumindest, die hier zur Wartung stehen. Okay, sieht gut aus. Und hier ist auch gerade eine Kehrmaschine unterwegs. Das ist ja schon fast 45 Jahre her, Flachdachs. So lange ist es dann doch noch nicht. Da weiß man, wie was Flachdachs so vor 45 Jahren gemacht hat. Okay. Doch, ich bin zufrieden. Was sagt ihr dazu? Also wir haben ja die zwei Sachen jetzt fertig gemacht. Einmal hier unseren Fuhrpark für, ja, wie nennt man denn sowas? Können wir da vielleicht diese Linie hier löschen? Ja, sehr gut. Ja, und halt unsere Werkstatt sozusagen. Wartung, Werkstatt, auch ein bisschen abgegrenzt, nicht, dass da jeder Hans und Franz reinfährt, das habe ich eben schon mal gesagt. Ja, nice. Also mir gefällt es, ist okay. Jetzt ist nur die Frage, was wollte ich noch machen? Also klar, ne? Hier hinten noch die Anlieferung für die Briketts müsste ich noch machen. Der Hafen ist Rahmen deiner Fähigkeiten und Möglichkeiten gut geworden. Danke, Tintchen. Das ist sehr löblich. Das baut mich jetzt auch nicht unbedingt auf. bei Starfield, ich hatte auf einem Skyrim im Weltraum gehofft. Es ist aber leider ein Fallout im Weltraum. Es gibt viele Sachen, die ich vermisse. Ich habe ewig gebraucht, bis ich jetzt endlich eine Art unendliches Lager habe. Ich werde jetzt ein bisschen questen. Eventuell wird es dadurch besser. Mach das, Falco. Und ja. Such dir das Beste aus dem Spiel raus. Es gibt ja auch wohl auch relativ viele Mods schon, dass du dir dann, ja, ne, mit diesem zum Beispiel unendlichen Lager dann halt auch. Ich denke, das geht auch nur über Mods wahrscheinlich. Oder dann auch so das riesige Schiff, was halt Gronkh in der letzten Folge mal kurz gezeigt hat in diesem Terminal, was man da kaufen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie die Insel hieß, die Stadt hieß. So. Ich möchte hier halt, wenn die Briketts ankommen, sollen die ja rausgeschüttet. Die werden ja rausgeschüttet, weil die in... in diesen Schüttgut-Waggons ankommen. Ich auf einer Güterwagen steht da nur dran. Haben die einen bestimmten Namen? Ich habe es vergessen. Tut mir leid, ich bin heute echt nicht gut mit Wörtern rausfinden. Kohlesturzbühne. Ja, sowas bräuchte ich. Ja. Dass die halt hier hinkommt. Finde ich die so... Warte mal. Aber die war doch... Warte. Ich hier? Nein, da nicht. Hier. Ja, es waren die coole Bunker. Coole Sturzbühne.
Hatte ich die? Wait a Kappa. ja, heute. Sonst habe ich keine Ahnung, aber heute so. Nein. Kohle vielleicht? Kohle? Ohne die Seitenwand vielleicht? Können wir ja in den Boden, machen? Nein. Na, dafür ist sie dann. Sag mal, ich drück doch Shift hier, aber. Ah, okay. Ich hatte SRG gedrückt, vielleicht. Ja. Ein bisschen höher. Ja, ja. Noch ein bisschen. Ein bisschen. Noch ein bisschen drehen. So. Oder dann den hier. Ne, auch nicht. Oha, okay. Was war da? Ja. Warte mal ganz kurz. Tienchen hat mir einen Link rausgesucht. Ah, ich muss mich endlich mal hier anmelden über den Browser, den ich hier mal habe. Ah, den habe ich ja. Wird mich hier aber nicht helfen. Wird mir hier nicht helfen, weil ich ja hier keinen Höhen... Obwohl, ich könnte ja einen Höhenunterschied hier schaffen, sozusagen. Ich habe die aber nicht an, ne? Nee, nee, ich habe die nicht an. Verdammt. Verfügbar ist das gute Stück 1880 bis 1950. Zu finden ist sie bei den Assets unter Gleisassets. Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass ich die anhabe. Mal ganz kurz durchgucken. Aber ich meine, ich hätte die nicht angemacht, weil ich die nicht... Weil ich die ja in dem im letzten großen Projekt sozusagen benutzt hatte. Die coole Sturzbühne. Und ich glaube... Nein. Die ist auch sehr markant. Ich glaube, ich hätte die schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ist natürlich doof, wenn ich die jetzt finde und die ist doch an. Aber ich glaube, ich habe die nicht an. Nee. Nee. Ja, sicher nicht an und im Jahr 2118 würdest du sie auch nicht finden. Du musst die Zeiten auch zurück. Hat die kein Dings gehabt für... Ich meine aber, ich habe sie nicht an. Mods. Mod-Einstellungen. Easy Dinge. Warte, können wir auch anders machen. Die laden. Kann ich auch so nachgucken. Okay. Option auswählen. Dann kann ich es auch sehen, ob ich die habe oder nicht. Kohle, da ist er. Ja, ich habe sie nicht aktiv. Die nicht aktiv. Hm.
Bräuchten eigentlich hier nur noch so ein Mäuerchen oder so, die dann die Kohle sozusagen davon abhält. Wir könnten mal Play machen, wir haben den ganzen Tag noch nicht Play gemacht. Aber ich habe mich auch aus Sicherheitsgründen gemacht, weil ich glaube, dass wenn ich da halt bastel und die ganze Zeit mich hin und her drehe und dann halt noch die Züge fahren, dass das halt auch zu Problemen führt. Und dann halt abstürzt. Du kannst sie aktivieren und schon in 20 bis 30 Minuten ist sie dann im Spiel. Genau. Und das wollte ich halt gerade. Ich habe es tatsächlich auch ganz kurz überlegt, habe so auf Uhr geguckt. Wir haben ja erst 18 Uhr. Aber will ich jetzt wirklich 10 Minuten dafür aufwenden, hier das zu aktivieren und halt zu laden. Und also erstmal müsste ich speichern, dann laden. Also das dann aktivieren und dann laden. Weiß ich nicht. Und dann funktioniert es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schwierig. Gerade weil das hier halt auch ein Bahnhof ist. Und ich weiß nicht, wie weit der da halt auch anklippt. So, den lasse ich jetzt hier reinfahren. Ich guck gerade, wie weit der hier so will oder so. Geht eigentlich, ne? Es sind so Mini-Mini-Ogler, ne? Ja gut, der zu weit nach vorne. Zumindest für die hier, aber wir könnten eine Doppeltraktion machen, dann hätten wir das auch ein bisschen geregelt. Machen wir kurz Pause. Ja gut, aber müssen wir ja nicht. Ist ja okay. Oh, guck mal, die sind schon leer. Okay. Ja. Aber das müsste ja viel näher ran sozusagen, wenn das dann aufgeht, dass es dann halt in diese, in runterfallen kann sozusagen und dann nicht auf die Schienen dann fällt. Richtig? Ich habe da keinen Vergleich. Ich mache das jetzt gerade so intuitiv, ne, wo ich sage, okay, das müsste eigentlich so aussehen. Und hier dann halt so Gitter oder so, wo das dann reinfällt oder halt dann mit diesen wo war das? Warte ganz kurz, das hatte ich eben auch ganz kurz am Wickel. War das so weit? Da ist es, genau. Mit dem hier, dass das halt dann hochgesaugt wird sozusagen. Ne? Das gerne in die andere Richtung. Dass es halt eingesaugt wird und dann kommt es halt auf ein, nicht auf ein Gleis, sondern dann hier hinten dann in ein, auf ein Förderband, das dann hier rüber führt. Ne, was dann hierhin in eine Fabrik reingeht und dann halt das verpackt wird dann in diese Container dann hier, die da unten stehen da. Ne? Dass halt da die Briketts drin sind, sozusagen. Das ist so mein Plan. Am besten mal nach NRW fahren. Dort müsste es sowas geben. Dann weißt du, wie sowas aussehen muss. Ja, wenn ich nicht NRWler wäre, ne? Da ja geboren bin, dann müsste ich sowas eigentlich schon wissen, ne? Aber so ist halt, so hätte ich mir das vorgestellt, ne, dass das halt hier so da unten drin steht sozusagen und das halt mit den, dass das halt so in diese, in eine Art Trichter dann zu ihm rübergeführt wird oder so, ne, oder dass mal mehrere davon haben auf der Strecke. Ja, wir könnten ein Gleis legen auf jeden Fall. Lass mal ganz kurz, Gleis, keine Straße. Mach mal einfach irgendwas hier, sowas hier, keine Ahnung. Geht's einfach nur drum, wie weit muss ich wegbauen, damit ich das anständig dahin stellen kann. Lass mal gucken.
Jo, noch ein bisschen. Ah, Tintin hat mir wieder was rausgesucht, sehr schön. Genau, ne? So, in der Art. Warte mal. Noch ein bisschen länger. Klar, dass man den nicht. Umdrehen kann. Also dass das rechts oder links dann raussteht oder so. Das ist immer in dieselbe Richtung. Könnte man auch viel enger bauen. Ja gut, andere Seite vielleicht. Nein. Ach so, weil es nicht lang genug ist, okay. Gib mal her. Warte, ich guck gleich. Okay. Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen umbauen, dass das ein bisschen mittiger ist sozusagen. Jetzt mal rechts und links davon vielleicht noch Platz haben. Machen wir mal so. Ich guck gleich. Warte, wie weit habe ich da Platz gelassen? Ja, schon einen guten Meter. Machen wir mal so. Ah ja, okay. Na gut, dann machen wir mal so. Ja. Vielleicht habe ich vergessen, dass ich auch an der Seite noch raus muss mit einem Förderband. Bin schon schlau. Bis gleich, Tienchen. Schön, viel Spaß. Das ist eine coole Entladungsanlage auf dem Bild. Historisch. Ah, okay, warte mal. Lass mal ganz kurz gucken. Ja, so in der Art, genau. Genau. Man hat halt, auf dem Bild kann man halt sehen, ist eine Schiene, die ist ein bisschen erhöht. Und dann ist halt hier relativ, geht es relativ weit runter. Vielleicht 3, 4, 5 Meter. War doch so 5 Meter oder 6 Meter. Und ist halt so dieser Kohlebunker sozusagen. Ja, und hier kann man dann halt dann mit den Kränen und so weiter, es stehen halt auch Kräne dann da, womit dann halt da die Kohle halt dann auch rausgeholt werden kann. Und die haben wir ja auch sozusagen. Kohle. So ähnlich zumindest. Also solche Kräne zum Beispiel. Die dann da die Kohle dann rausholen. Und auch. Warte mal, ne, der ist es nicht. Wäre aber auch interessant. Okay. Aber, ja. Ja, vielleicht müssen wir einfach hier dann den hier wegnehmen.
Vielleicht kann man das Gleis so weit verbauen oder so, dass wir das halt nutzen können. Gleis. Für unsere Zwecke, dass wir es halt dann. Warum will er jetzt da runter? Nee, du sollst es nicht abreißen. Ich möchte es also nicht so weit abreißen, zumindest. So, dass ich das Gleis eventuell dann hier so schräg rüberziehen kann und dann das Gleis dann verkleiden sozusagen und dann müssen wir nur hier rüber und dann in die Fabrik. Ja, warte, müssen wir uns noch ganz kurz das Bild ausmachen. Ich glaube, ich darf solche Bilder halt auch nicht im Livestream zeigen oder so, weil ich habe halt keine Rechte daran. Könnte ich mir vorstellen. Schwierig. Schwieriges Thema wieder. Okay. Pass auf, dann nehmen wir mal hier die Gleise weg. Das ist ja interessant. Ich glaube, weil halt die Assets da oben drauf stehen. Aber gut. Immer schon hin. Mal noch mal gucken mit den Abdeckungen. Jetzt auch erstmal wegmachen. Ja. Und hier vorne ist noch ein bisschen Gleis und dann machen wir die hier auch noch mal weg. Okay. Vielleicht müssen wir doch noch mal das Gleis durchziehen, weil ich würde da gerne mal mit einem mit dem Tool hier, mit dem Terrain-Tool mal rangehen und mal gucken, wie weit wir da runtergehen können. In dem Bereich. Aber hier brauchen wir erst nochmal Gleis. Das ist halt doof. Gerade eben erst angepasst sozusagen. Wie sieht es hier aus? Das ist lang genug, ne? Das war bis hier vorne, ne? Ja, okay. Wo will er denn hin? Ist okay. Sollten wir erstmal so lassen. Ich guck mal, wenn es nicht aussieht, dann müssen wir es halt wieder zurück machen, aber. Okay, wir können gar nicht so weit runter. Okay. Ja, können wir wieder zurück machen. Weil der Wasserspiegel. Der drückt sich gleich hier durch. Wir haben gleich Wasser da. Wir können gar nicht so weit runter. Ich glaube nur einen kurzen Leer oder so. Das war's. Und dann können wir da Fische einsetzen. Aber wir müssen kurz warten. Der rechnet jetzt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass der wieder so lange rechnet. Ja. Wir müssen nur ein Müh runter sozusagen. Vielleicht kriegen wir da eine kleine Ecke gepackt. Dass wir dann einfach mit dem hier dann weitermachen können. Ich glaube, er ist fertig. Bin mir nicht sicher. Warte mal. Ja, okay.
Wenn wir dann. Ja. Nicht wirklich, ne? Es geht nicht gerade runter, so wie hier, dass da so eine schöne gerade Kante entsteht. Er rechnet jetzt wieder. Es würde wahrscheinlich gerade werden, wenn ich weiter runterkommen würde. Die Frage, kann ich das hochziehen denn, ohne dass die Kante dann wieder weggeht? Nee, ne? Mal gucken, ob ich das hier anpacken kann. Ich habe eigentlich da in der Ecke angepasst. Und wir können nicht irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt die Höhe haben. Dann sagen, okay, ich gehe halt mit dem Pinsel hier hin und sage, das soll jetzt, weiß ich nicht, Meter runter. Das geht nicht. Ach, ich trinke mal was. Ich versuche das mal hier vorne. Ja. Jo. Da ist aber Wasser drin, ne? Da werden wir jetzt gleich sehen. Oh, guck mal, wir können da hinten relativ nah ran, aber hier vorne nicht. Warte mal, oh. Ne, hier nicht, okay. So, jetzt rechnet er wieder. Das Wasser drin, ne? Jo. Und das Ding ist auch hier vielleicht nicht so gut. Müssten Mühe nach oben. Er ist noch am Rechnen. Obwohl, so weit ist das. Nah ist das gar nicht dran, oder? Ah, ja doch eigentlich schon. Wir sind hinten näher ran. Ja gut, aber wenn wir hier so Berge aufschirmen sozusagen, dann kann man das glaube ich nicht unbedingt sehen, oder? Ein bisschen höher. Bisschen höher. Ein bisschen. Ach Gottchen, ey. Das ist eigentlich ein bisschen. Ja, mal gucken, ob wir die Höhe dann da abgreifen können mit dem Tool denn. Dann hätten wir zumindest kein Wasser mehr da. Und hätten da eine kleine Kuhle. Ja. Ja. Wir schauen mal. Das dauert, das zieht sich leider durch das Angleichen hier, dass der dann so lange rechnen muss. Machen wir aber dann hoch auf 1. Irgendwo hier ist das ja. Müssen wir mal gucken. Viel Spaß im Look an Rose. Mal schnell trinken, nachfüllen. Diese neuen Verschlüsse sind echt sehr laut. Zumindest ist es Wasser weg. Jetzt sieht man halt auch nicht mehr, dass das da so eine Kuhle drin ist, ne? Also nicht mehr so stark.
gucken wir mal, wenn er fertig gerechnet hat, warum auch immer. Das war nur das kleine Stück. Ah, er ist schon fertig. Ganz kurz gucken. Ne, ist noch nicht fertig. Nur einmal hier drüber, damit das halt nicht mit Wasser gefüllt ist. Gut, wir hätten es auch auffüllen können mit Assets oder so. Aber, naja. Okay. Dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Ja, ist fertig. Okay. So, nochmal. Okay. Zumindest ist schon mal das Wasser weg. Okay, es ist wieder da. Muss nochmal rechnen. Okay. Manchmal kommt es auf die Kleinigkeiten an, die es perfekt machen. Richtig, richtig. Man hat ja so eine Art Vorstellung, wie das hier auszusehen hat. Und wenn das halt dann nicht so ist, dann ist halt immer so ein bisschen, wie kriegt man trotzdem noch hin, ne? Jetzt mal das Mal-Tool nehmen. Ups. Machen wir das mal größer. So groß ist es nicht. Zumindest haben wir das schon mal ausgemalt. Willkommen zurück, Tijun. Kohle musst du, soweit ich weiß, auch wässern, weil der Kohlestaub ist sonst für Menschen unerträglich. Ist, ja gut, das sind nur NPCs, das ist okay. Auch bei einer Dampflok wird die Kohle im Tender regelmäßig gewässert. Die Heizer schippen nasse Kohle in den Kessel, ja. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber das geht halt in die Richtung, wo ich sage, okay, das ist schon okay. Und jetzt würde ich halt da noch mit Hügeln arbeiten wollen. Mit diesen, ne, da könnten wir ja die hier nehmen. Oder halt, ich glaube, wir haben noch andere. Die waren auch hier irgendwo versteckt. Ja, hier Pyramiden waren es, glaube ich. Oder auch nicht. Es ist nur angehaucht, der Schönbau-Stream-Tienchen. Der Versuch ist strafbar, was ich hier mache. Irgendwo waren die. Da. Stopp. Groß. Mittlere. Oh, okay. Sag mal.
Kieshaufen. Oh, gibt's die auch als Kohlehaufen? Ah, ich meine, ja, die sind bestimmt irgendwo versteckt, ne? In einen von den. Ja. Schaut euch mal eine Dokumentation über Mauritaniens Erzbahn an. Der Staub spielt da keine Rolle. Ich glaube auch. Naja, doch, du machst schon schön bauwirtschaftlich, spielst ja nicht. Nee, nicht wirklich. Also ich würde schon gerne ein bisschen wirtschaftlich machen, aber es ist doch sehr schönbaulastig, ja. Ach, schade. Aber gut, alles gut. Dann müssen wir das anders regeln hier. Vielleicht macht er beides ja nicht. Möglich. Wo waren die nochmal drin versteckt? Ich weiß es nicht mehr genau, ey. Weil die Sachen sind ja auch in großen Paketen sozusagen drin, aber diese Erdhügel bei, oder Kieshügel in dem Kieshaufen etc. Ich weiß, dass die irgendwo waren. Da war auch Kohle und so weiter, die hatten wir auch schon mal benutzt. Zumindest in einem anderen Let's Play. Also Livestream. Season. Transport Fever 2. So, jetzt haben wir es. Geht die Sucherei wieder los? Ich weiß es nicht mehr. Wo war das drin? Bei denen war es auf jeden Fall nicht. Ne, da ist nur die Kohle drin und die ist mir zu klein. Die kann man nicht nochmal größer machen oder so. Hier unten gerne auch noch so Förderbänder oder so. Und halt so Kräne oder sowas, die halt das dann so ein bisschen zusammenschaufeln, damit das halt hier hinten dann hinkommt, dass halt die das dort reinfällt sozusagen. Wo war das? Ne, Mike hat das nicht gemacht. Wie hießen eigentlich die Platten hier nochmal? Ach, die waren hier unten drin, warte. Ne, nicht hier. Ja. Ne, waren sie nicht. Okay. Ne, die waren es auch nicht. Mal guckt. Ah, mein Auge. Was ist da los? Da sind sie. Okay. Welche hat man denn hier nochmal? Die zweite? Ich glaube, die zweite war es, ne? Ne, okay. Gut. Keins von denen?
irgendwas verpasst? Nee. Was ist denn die Farbe? Irgendwie, ist das hier, ne? Okay. War, glaube ich, das hier, ne? Nee. Okay. Oh, die sind zu lang, ne? Also, ja, die haben halt die Kante da. Eingleise. Aha, okay. Vielleicht bin ich, oh, ist mein Finger da ein bisschen zu schwer geworden. Das ist schon richtig so, ne? Ups. Nö, alles gut. Können wir so lassen. Tatsächlich. Tatsächlich doof. Okay. War, ist halt die Frage, ob wir das halt auf der linken Seite halt ausschalten können, diese Schräge. In der Abseitsmulde sind zum Beispiel Häufchen dabei. Ah, okay. Danke, Tom. Das Problem bei dir ist eben auch, du weißt, dass es solche Mods gibt. Du suchst und suchst, aber die Suche ist vergeblich, weil nicht aktiv. Das war jetzt nur bei der einen. So. Aber das ist tatsächlich, wenn man halt dann so viele Mods hat und die dann halt dann, ja, die man dann halt so im Kopf hat und dann gesagt, okay, die hast du da und da schon mal verbaut. Ja, gut. Decklänge lang. Kurz, Deckbreite, Bodenhöhe, Bodenhöhen, Dezimeter, Meter, Meter, Neigung, Schräge, nee, Leisten,
Mittelstand. Nee. Gleisrampe, Gehweg, achso, sowas mal ausprobieren. Okay, da könnten wir tatsächlich nochmal durchgehen. Das wäre die Rampe. Machen wir die mal in L. Ich kann überhaupt nicht sehen, was das. Achso, okay. Ah. Wäre aber dann zum. Ah, okay. Ja, gut. Das ist vielleicht nicht. Gehweg. Da geht er erst gar nicht. Achso, da snappt er an der Seite an. Glaube ich. Ja, doch, eigentlich schon. Also hier snappt er zumindest an, meine ich. Nee, auch nicht. Das snappt er nicht. Okay, Gleissteig. Ah, das wäre aber da zu nah. Aber hier wäre es okay, würde ich sagen. Das Rampe. Würde sozusagen da ausgekippt und werden dann runterfallen. Nein. Okay. Machen wir weg. Aber der Gleissteg ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Wie hier. Gott. Okay. Gleissteg kann man aber nicht über mehrere Gleise machen. Nicht mehr weg. Ruckel. Jetzt, okay. Ja. Gummi? Was? Oh. Gummi. Ich weiß nicht, ob das ja doch könnte. Schade, dass das nicht für zweigleisig geht oder so. Das ist nur diese Wegübergänge. Wir hatten es ja eigentlich nur gemacht, damit halt die Fahrzeuge hier sozusagen mehr Grip haben oder so. Vielleicht. Schade. Schade. Noch ein bisschen länger, dass es halt noch hier drüber geht oder so. Das würde trotzdem halt so diese Kante halt entstehen, ne? Wenn wir das jetzt in normal machen oder in kurz? Nein, nicht zu kurz. Na, dann hätten wir da die Kante.
Wenn wir es so machen, hätten wir die Kante direkt am Gleis. Ne? Mal gucken. Schade, dass es nicht bei allen Mods 1000 Einstellmöglichkeiten gibt. Genau. Damit das noch länger dauert, was ich hier mache. Ein Millimeter da hinten. Naja, gut. Okay. Oha, das sieht auch wild aus, würde ich sagen. Oh, geht aber. So. Schönbau dauert nun mal, ist doch okay. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, ne, man hat ja so, wie gesagt, man hat halt so eine Vorstellung, wie das halt auszusehen hat und dann will man das doch so haben, ne? Und jetzt gucken wir noch mal wegen dem. Ja, warte mal. Was sagtest du, Tom? Bei Vico sind auch welche dabei. Da kannst du ja groß skalieren. Wo? Ah, okay. Müssen wir nur gucken, wo die sind. Verstand Silos. Silo wahrscheinlich. Die Lage oder die hier. Die. Kohle. Okay. Mach das mal ganz kurz hier hin. Ja gut. Vielleicht ist es nicht das, was... Ne, ist die gleiche Textur. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch einstelle. Mal noch mal ganz kurz wegreißen nochmal. Es dürfte eventuell was anderes sein. Ah, das ist vielleicht, weil das was anderes ist. Nein. Nö. Was eher Gülle ist, ne? Oder halt Mist. Oben richtig auswählen. Kommt nicht mal ein Kontextfenster, der ich dann sagen könnte, okay, das ist halt dann das Richtige. Geh mal raus. Okay. Aber wenn ich da, dann kriege ich halt nur das hier. Ich verabschiede mich erstmal. Schönen Restsonntag noch euch noch. Bis bald. Filmchen, habt schönen Abend und bis später. Später vielleicht und auch einen schönen Start in die neue Woche. Mach's gut. Tschüss. Hier ist schon recht viel drin.
Schrottwürfel. Schrottauto-Würfelauswahl. Trabant-Lader. Volga, Ford und VW. Haufeneinstellung. Kohle. Aber wo ist dieser Haufendön? Wasserfusser, Anbaugeräte, Schneidewerkzeuge, Tee, Dingsbums, irgendwas. Du kannst, ich habe jetzt unten, klar, habe ich da halt jetzt was gefunden, aber man kann halt nicht die sagen, okay, ich möchte halt diesen Haufen jetzt nur nicht halt die, die Sachen, die halt hier oben sind, die Assets Vorauswahl. Ich meine, ich weiß nicht, warum man dann Kohle auswählen kann, aber okay, das ist halt... Interessant. T74, T174 Zubehör. Okay. Jetzt runter bis zum Zubehör. Butter, Anbau, Schneide, da, Zubehör, okay. Danke, dass du es nachguckst. Auf der Suche nach dem perfekten Haufen. Hey. Diese komischen Clips. Okay. Hintere Abdeckung. Meine Güte, was du hier alles aussuchen kannst, ey. Okay, dann weiter. Zubehör oben. Runter steht denn der Haufen, was steht in den Ohren? Oh, warte mal. Okay, warte. Haufen Einstellungen. Da, Farbe Schrott, Schrottpresse Einstellungen. Warte mal. Haufen Einstellungen. Gartenwerkzeug Einstellungen. Werkzeugauswahl, Straßen. Bliblablub. Haufen Einstellungen. Hoflampeneinstellung, meine Güte, ich lese nur noch Hof. Okay. Containerbeladung hätten wir auch noch. Weitere Objekte, du bist zu schnell. Ja, Entschuldigung. Ja, mal die Haufeneinstellung, da habe ich halt die Kohle gewählt. Weitere Objekte und Schrottpresseneinstellung. Objekt aus dem Meister. Im Abdeckung Meisterschaft. Stützfuß. Okay. Aktuelle Schrottautos Haufen. Okay. Also jetzt haben wir auch hier Haufen. Ist auch schon mal nicht schlecht. Also wir nähern uns. Oben weitere Objekte ausgewählt.
Also wir haben ganz oben die T174 Zubehör. Dann Wasser, Trugeinstellung, nein, Futter, Trugeinstellung brauchen wir nicht. Anbaugeräteeinstellung, Fluggruber, Schneidewerkstelle, Zubehör, Anbauwerkzeug, Schleppstange, hintere Abdeckung, Einzelteil zwischen CSSG, Abschale, zwei Schale, Mistgabel, okay. Schaufel, Mistgabel, Streifer, Magnet, Baggerschaufel, geschlossen, offen, weitere Objekte, Schrottpresseneinstellung, weitere Objekte, Zubehör auswählen, dort oben. Ganz oben bist du falsch. Okay. Also wir waren doch ganz oben. Na, da hattest du gesagt, ich soll das hier aussuchen. Oder weitere Objekte und Schrottbrett. Okay. Vielleicht sollte ich dann das auch so nehmen, wie du es sagst. Weitere Objekte und Schrottpresse. Okay, du hast aber... Ja, gut. Ist okay. Wir haben es gefunden. Sehr gut. Das ist die perfekte Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen. Denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle. Das ist die perfekte Tag. Es gibt... mehr als du weißt, es gibt mehr als du sagst, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag dafür, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Und nun ersetzt Welle durch Haufen, das wird ein Hit. Nee, das glaube ich eher nicht, Hähnchen. ja, ich hatte für den Bagger geschrieben, in Auswahlmenü bei Rico, Gesamtauswahl. Ah, okay. Jetzt schauen wir mal, dass wir das da reinbekommen. Und da hatten wir auch noch die Größe, konnte man da auch noch einstellen, ne? Weitere Objekte. Oh, genau, das hatte ich dann da eingestellt. Und dann, ja, okay. Weil dann hier die. Genau, Eisenerz könnte man noch, Kohle. Oh, guck mal, einen Bretterhaufen können wir auch machen. Haben wir, ach, schade. Ich dachte, vielleicht hätten wir hier Briketts oder so. Okay. Aber ich glaube, mal doch da. Nee, das ist Lampengröße. Ganz klein. Ja. Nee. Noch mal ein bisschen runter. Ah, das ist mir. Weil der soll halt diesen Hügel halt nicht da haben. Der soll halt dann da anfangen, sozusagen, wenn die es da ausleeren. Mal hier so anfangen. Das wird ewig dauern, wenn ich das so mache. Autosave. Okay. Ne, da oben. Wie weit können wir da? Okay. Bräuchte. Oh,
Obwohl, das ist ja eigentlich schon Kohle, ne? Das, was hier ausgemalt ist, das ist ja schon Kohle. Wenn wir da jetzt Radlader und so weiter reinstellen, die das dann sozusagen rüber bringen. Bräuchten dann noch wo sind die Assets dazu? Okay, wenn ich das jetzt hier ausmache, doch, müsste eigentlich dann wieder drin sein, ne? Ich mache einfach mal vor jedem erstmal einen hin, dann gucken wir mal. So, ich würde noch ein paar natürlich hinmachen. Da sind wir schon am Ende. Ach, hier müssten wir noch ein bisschen was hinmachen. Da müssen wir noch einen Weg machen oder sowas. Vielleicht auch. Oha. Okay. Sind wir durch, okay. So Gehwege, ich glaube ja, ne, so mit Geländer und so weiter. Werden wir aber nächste Woche dann machen. Da muss ich mir noch was überlegen, wie man hier mit den, wie man die Kräne hier reinkriegen oder so. Runter gucken. Unter den Hügel. Warte, da. Moment, das ist zu hoch. Ach, hat er gar nicht. Ach ja, weil ich noch Shift gedrückt hatte. Okay. Ich glaube, ich habe noch ein anderes. Band aufwärts. Genau, das wäre doch sowas wie, dass man das hier so ranstellt. Sozusagen. Mach mal ein bisschen runter. Dass das dann so aussieht, als ne, würde es halt da so rein plumpsen. Und ich glaube sogar, dass sich das bewegt, ne? Mal erstmal platzieren.
Oh, okay, da hinten ist nichts. Haben wir alle? Mal kurz gucken. Play kurz. Ja. Fällt ein bisschen komisch runter, aber das muss so. Dann hat das. Okay, das Band flach wird wieder nicht angezeigt. Warte mal. Was das ist? Muldenstation. Das wäre halt so, wenn man dann sagen, okay, wir stellen das halt so da drüber. Und dann hätten wir halt noch einen großen Bagger, der das halt dann aus der Mulde unten rausnimmt und dann darauf macht. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Oder der hier. Der wäre auch noch okay. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht gut. Okay, hier sind noch Bauhäuschen. Ja, interessant, aber. Und eine Pumpe hätten wir auch noch. Ja, gut. Wasser hier rauspumpen, was man, wenn wir zu viel reingehauen haben hier. Putin, sag mir nicht, dass Fan von der Knallerbse bist. So, bin nur mal MD und kaum einer stolz auf die 4. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das nochmal war, die perfekte Welle. Müsste ich jetzt tatsächlich ganz schwer überlegen. Ist noch eingestellt? Nein, ist nicht mehr eingestellt. Oh nein, jetzt muss ich alles wieder neu machen. Ne, das war nicht hier. Das, nein. Hier. Da. Schade. Okay, müssen wir nochmal runter. Wieder irgendwas vergessen oben einzustellen, glaube ich. Okay. Hier war doch gar nichts einzustellen. Weitere Objekte und Schrott. Und hier haben wir Haufen eingestellt. Ist auch hier. Warum hat sich das denn überhaupt verschoben? Ach Quatsch, ich bin aber bescheuert. Mal wieder. Da, Dankeschön. Ja. So, das wollte ich noch da reinpacken. Da auch. Im neuen Baustellenpaket-Update von Rico kannst du auch noch größer haben. Oh, okay. Ja gut, aber das ist ja, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Und jetzt wären halt so die Sachen, dass wir halt ihn hier vielleicht noch mit dazustellen. Und dann sagen, okay, der räumt halt die Sachen dann sozusagen von einen in die andere Richtung, dass die sich halt das dann da sozusagen hinstellen. Müssen wir nur ganz kurz gucken. Warte, den. Warte mal. Das ist hier. Andersrum. Das würde gehen, ne? Das ist jetzt. Gut, es ist. Steht da so ein bisschen drin, aber. Mal den anderen gucken, der ist ein bisschen kleiner, ne? Ja. Also das Gebäude oben drauf ist nur kleiner, ne? Aber wäre auch in Ordnung.
Sollen wir uns das hier so dazwischen machen? Immer so in dieser. In die Mitte. Steht falsch rum. Warum ist das denn? Okay, ich frag nicht. Man sieht es jetzt eh nicht mehr. Da an der Seite machen wir dann die kleinen, würde ich sagen. Oha. Aber hier könnte man halt auch. Der wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen hier. Der hier. Ja. Gucken. Den stellen wir hier hinten hin. Cool. Okay. Oh, der ist auf der einen Seite hinten geschlossen. Okay. Dann geht das vielleicht nicht hin, aber die Idee war schon gut. Also ich fand sie gut. Warte, den könnte man noch. Hallo, falsche Taste. mal ganz kurz gucken, wie hoch den man machen können. Warte mal. Obwohl, hier sind wir eigentlich fertig. Das wäre noch so, wo man halt so einen Motor dran hängen könnte oder sowas, keine Ahnung. Im Prinzip haben wir das hier unten drunter auch, was hier an der Stange halt ist. Da unten drunter ist dann auch so ein Gerät, glaube ich, das richtig gesehen habe. Ja, ja. Ich glaube, da kann man es ganz klein sehen, ja. Genau. Das ist das. Oh gut, schauen wir mal. Ah. Der kann ja auf den Gleisen dann halt noch hin und her fahren, dass das hier reinkommt. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir hier halt ein Fördersystem noch hinbekommen. Da müsste ich vielleicht was aktivieren. Perfekte Welle ist das Debüt-Single der deutschsprachigen Pop-Rock-Band Juli, genau, von Juli war es genau, aus Gießen und stellte bis heute ihre kommerzielle erfolgreichste Single-Veröffentlichung dar. Die Single wurde am 28. Juli 2004 veröffentlicht, etwa 3 Monate vor ihrem Debütalbum ist. Debütalbum, es ist Juli. Ah, okay. Ich weiß nicht, was du meinst, sorry. Sorry. Okay. Ja gut, hat wahrscheinlich jemand anders damit verbunden mit dem Lied. Das ist ein Oldie, 20 Jahre altes Lied. Informationen, die wieder für GZ einreichen kann, damit ich da auch Geld bekomme. Es glaubt irgendwann jemand. Ja, das musst du aufpassen, nicht, dass irgendwann mal so ein Mob hier hast, GZ und so. Gut, also ich bin zufrieden. Ich hätte vorher vielleicht noch ein Foto machen sollen. Geh mal hier hin. Ich würde da noch Fahrzeuge unten reinstellen, so vielleicht so ein Radlader oder sowas. Und wir brauchen halt noch den Weg hier rüber, dass das halt hier dann auch da ankommt. Super toll gemacht. Dankeschön, Tienchen. Der Anfang ist erstmal gesetzt an der Stelle. Werden auch hintenrum vielleicht noch ein bisschen was machen müssen. Mal gucken, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lassen wir es einfach so, wir malen es nur ein bisschen an.
dass da dunkel ist und so weiter, eine Straße dran. Ja, doch so ein Aufenthaltsraum vielleicht noch oder so. Aber das machen wir dann nächste Woche. Okay, dann nochmal, machen wir mal den ganzen Hafen hier. Doch, boah, doch, das macht schon was her, würde ich sagen. Also ihr könnt noch sagen, wenn er jetzt sagt, oh, nee, da gibt es bestimmt noch irgendwas anderes oder den ganz bestimmten Vorschlag dann bitte in Discord posten mit Vorschlägen und dann ist gut. Vorschlag, nimm den Kohlebahnhof aus Train Fever. Danke, Tietchen. Für diesen wertvollen Vorschlag. Na, da gab es sowas noch, ja. So, wie gesagt, nächste Woche, Samstag, Sonntag geht es dann weiter bei Transport Fever 2. Danke für den Stream. Dein Erfolg kann sich sehen lassen. Vielen Dank, Tienchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Schön gesund bleiben. Kommt gut in die neue Woche rein. Und dann sehen wir uns bald wieder. Hier bei mir beim VO1976. Tschüss.